Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Destiny Folge 3 bei dem neuen Update. Bei mir 4, aber insgesamt 56. Hi! Jo, hi! 56? Bei mir ist das 56 von der allerersten Folge ab. Ja, gut. Ich meine jetzt ja vom neuen Update. Ja, da wäre es bei mir sogar schon Folge 4. Ja, ich glaube bei mir auch. Ja, aber okay, weil wir die Special-Folge gemacht haben. Ja, vielleicht mache ich noch die anderen beiden mit rein, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Ah, ich glaube, das ist noch die gleiche Session. Schätze mal, wir dürfen uns jetzt zu Crota begeben. Warum zu Crota? Crota ist tot. Da ist Crota, Oryx. Oryx? Ich glaube noch nicht, dass wir so weit sind. Das Grabschiff? Ja, wir kommen jetzt in die Richtung, aber Oryx selber? Nee. Stimmt, jetzt haben wir das Schiff. Ist er ja. Jetzt haben wir das Schiff gar nicht bekommen. Ich dachte, wir kriegen das Iris-Schiff. Ist nicht wie bei GTA. Ja. Und unten ist sogar der Fleck noch, wo Oryx das Ding losgelassen hat. Ohne Steine. Genau. Ja, genau. Zwischensequenz. Wir müssen mal den Saturn beobachten, ob es da wirklich ein Loch gibt. Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird es nie mehr feuern. Platzier die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntech und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Schar. Öde Schar. Schar, du Frau. Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Hab das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürmer, die stören. Er fällt aus. Hast du meinen Tarnantrieb geschrottet? Ja. Guck. Ob sie uns sehen kann? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, sie sehen uns. Da kommt ein großes Smiley. Schiff. Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Super. Jetzt sitzen wir hier fest, ohne Schiff. Ich fand gerade ihr Gesicht geil, als auf einmal das Ding ausgefallen ist. Ja. Musste noch jemand von euch zum Turm? Jetzt ist es zu spät. Jetzt kommen wir nie wieder zum Turm. Okay. Wir haben kein Schiff mehr. Wir ziehen jetzt bei Oryx ein. Okay, ich würde ja gerne sagen, die steht hinter ja, dir. Doch solange das Grabschiff halt einfach noch anwirft, oh, mächtig. Ist das ein zu hohes Risiko, Verstärkung zu schicken. Such da drin, was die Waffe speist. Wollen wir hier wieder runterspringen? Ja, dann sind wir bestimmt tot. Also wir sollen jetzt die Waffe suchen, die... Was sind das für Tentakel? Cool. Ja, jetzt wissen wir, wo wir wohnen. Ja, jetzt wissen wir es, jetzt können wir wieder gehen, ne? Ja. Wäre ich sogar fast dafür. Okay. Tschüssi. Ciao. Ciao. Alter, so ein echt jetzt? Faktor, ich geh wieder. Alter, ja, hier riecht's nach Falle. Hier riecht's nach Crotas Sohn. Vater. Hier siehst du auch die ganzen zerstörten Schiffe und alles. Heftig, oder? Das ist schon böse. Ich würde sagen, wir teilen uns auf, weil hier liegt bestimmt irgendwo ein Geist am Rand. Mhm, wir teilen uns auf. Ja, genau. Ja, ich gehe in die Richtung. Wie in den Komödien. Wie in den schönen Actionfilmen, Horrorfilmen. Das waren Horrorfilme. Wie ich immer gern auch gerade zur Zeit spiele, Until Dawn. Wow. Das ist das gleiche Ding, das wir gesehen haben, bevor Phobos zerfiel. Vielleicht ist es eine Art Sonde. Sieht nach Ärger aus. Ja, bevor ich da reingehe, schaue ich mich hier erst nochmal um. Ja, würde ich auch mal machen. Weil das ist noch so riesig da hinten. Ja, das Licht ist auf jeden Fall da hinten. Sind. Die Richtung ist schon mal richtig. Das ist Hallo. Was Aggressives. Ist jemand daheim? Hallo. Ja. Hallo. Ist jemand daheim? Hallo. Oryx. Sieht ruhig aus. Hier kommen die Typen, die deinen Sohn getötet haben. Oh, vielleicht soll ich nicht so laut sagen. Oryx, wo bist du? Hallo. Nee. Kann ich mal auf die Toilette? Hallo? Ich hab mich verlaufen. Hast du einen Stadtplan? Herr Oryx, ich dreh ihn jetzt bloß einen Staubsauger an.
Willst du einen Staubsauger kaufen? Habt ihr ein bisschen Zucker hier? Ich möchte gerne Kuchen backen. So als... Mir fehlt Milch. So als ein bisschen Entschuldigung, dass ich ihren Sohn getötet habe. Dass der mir ins Messer gelaufen ist. Ja, der ist hingefallen und geht direkt in sein Messer rein. Die andere Seite ist gerade verschwunden. Die Brücke ist weg. Eine Sekunde, ich frage Aeris. Ich glaube, die ist unsichtbar. Sie sagt, es sei wahrscheinlich bloß ein Resonanzzauber. Was auch immer das sein soll. Also, sei einfach bei allem vorsichtig. Tschüssi. Wie wär's, wenn du mich rauslässt und ich sehe mir das mal an? Ich dachte, man kann drüber laufen. Geist holen. Ah! What? Cool. Ach du Heiliger. Der muss aktiv bleiben, dass du siehst. Huch. Was? Oder in der Nähe davon. Ja, dazu musst du erstmal wissen, wo du hinspringen musst. Ja, aber warte, bevor wir da rüberspringen, wollen wir nicht erstmal kurz hier noch absuchen? Also auf der rechten Seite war nichts. Da hinten geht's auch bloß bis zum nächsten Steg. Alter, das Raumschiff ist ja übel groß. Stimmt. Ha, die Gebiete, die ihr schon betreten habt, sind für mich sichtbar. Nein, das doch nicht, das verschwindet wieder. Aber das ist doch krass, oder? Also die Dinger sind immer da, bloß nicht sichtbar. Ja. Auch dass man sich sowas einfallen lässt, ne? Das ist natürlich krass, cool. Ja. Ja, jetzt habt's aber nachher mal... Oh, bleibt, jetzt geht's ja. Jungs, jetzt habt's aber nachher mal eilig und müsst darüber. Dann spring ich. Hier ist zu. Hallo. Warte, ich bin Titan, ich mach die Tür kurz auf. Ih, was sind das für eklige Viecher? Die platzen. Flutsch, weg. Und quietschen. Cool. Da ist ein Loch. Vorsicht, hinter uns ist auch so ein Wurm. Ah, hier kann man was scannen. Den konnte man scannen. Echt? Scann den Wurm. Wer macht sowas? Weiß ich nicht. Oh, Kollege. Nichts zu gebrauchen. Ah, da geht's lang. Loch. Jetzt noch nicht schießen, erst gönnen lassen. Streiß, die sind weg. Toll, dass es hier macht. Würmchen! Hast du noch Würmer? Nee. Liegt draußen wieder einer? Weiß ich nicht. Ich wegen dir die Mission nochmal machen muss. Ja, muss man. Mimimi, ich hab auch auf einen geschossen. Als wäre das jetzt so schlimm. Ja, es könnten wertvolle Informationen sein, die unser Leben retten. Wow. Aha. Ja. Hier ist ruhig. Mhm. Er weiß wahrscheinlich noch nicht, dass wir da sind. Da leuchtet was. Ich glaube, der weiß schon, dass wir hier sind. Fragment einsammeln, hier gibt's Fragmente. Was? Hier gibt's ein Fragment. Wow! Hey, cool, ich hab... Das ist eins von den Dingern für diese Spezialteile, oder? Genau. Juhu! Vor allem sind wir jetzt gerade im Rang von der Aeris wieder hoch. Ja. Also immer schön umschauen, ne? Ja. Wobei man die Mission ja immer, beziehungsweise... Gibt's davon nachher eine Patrouille? Ja. Dann kann man es ja so oder so nochmal suchen. Das haben sie im Stream gezeigt. Also auf dem Schiff von Oryx kann man Patrouille machen. Ja. Echt cool. Auf das Zentrum ihrer Architektur. Kannst du nachher ohne ihn durch die Gegend latschen. Ah, okay, direkt vor uns ist die Brücke. Mit einem Einmalsprung. Geht ihr durch, oder? Wartet ihr auf schönes Wetter? Ich habe gerade auf die Gegner noch geschossen gehabt. Achso. Alter. Ist da auch noch irgendwas? Warte mal. Oh ja, da geht's auch weiter. Da der jetzt eigentlich nur hoch. Achso, da kann man rüber. Wir haben eh keinen festen Zielpunkt. Wir müssen uns so umschauen. Ja, wahrscheinlich sind wir schon da. Da gibt's einen Zielpunkt, dann gehen wir erstmal da lang. Wo? Doch, nach links. Naja, ich bin jetzt mal da hoch, wo der Dani gerade die Gegner abgeknallt hat. Oh, was geht denn da für Wasser? Ich hab den Tempel gefunden! Ui, nicht den Boden berühren! Kann ich gar nicht! In diesem Feld fließt ein konzentrierter Strom interdimensionaler Energie. Und er wird immer stärker. Oh, da komm! Oh! Und gerade ist irgendetwas daraus hervorgekommen.
Grota! Tarnok, Fanatiker von Grota! Grota hat Nachahmungstäter! Guck mal! Tarnok, Fanatiker von Grota! Alter, nimmst du auch noch Gegner! Okay, ein Augenblick. Wie geil ist das denn? Aris faselt etwas von den nekrotischen. Ach, schieß einfach drauf. Ich schalte ihn für dich ab. Fang! Warte mal, ich hab's auf den Bogen gelegt. Also, das kann ich vergessen, der lädt sich immer so schnell auf. Ist es weg? Eh weg jetzt. Ich denke mal, das kommt eh später. Der kommt nochmal. Ja. Das wird dieses komische nekrotische Ding, was wir gesagt haben. Aua. Ich denke mal, das wird später noch eine Mission. Ja. Oder nachher. Und dann hoffentlich genauso wie Grot anlegen mit Schwert. Flup. Ah, da kann man scannen. Warte mal. Da war gerade was. Guck mal, was jetzt aus dem Tor rauskommt. Oh mein Gott. Hä? Eigentlich ja. Oh Gott. Ja, gruselig. Hey, hier kann man was scannen. Von der meldet sich in der Nähe von was zum Scannen bist, ne? Ist konsistent mit meinen Lesungen am Schrein. Dann blickt oben dieses Geistsymbol auf. Das heißt, hier ist in der Nähe was zum Scannen. Glaubte, dass alle Schreine verbunden sind. Der guckt sogar in die Richtung. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ist das geil? Hast du erzählt, dass Osiris nie zurückgekehrt ist? Nö, ich hab Osiris auch nie gespielt. Großartiger das kaputt gemacht. Ob das so gut war? Ist fertig. Doch ich entdecke weitere, die die Waffe mit Energie speisen. Da kommt noch auf uns zu. Ah, die das Bobbel müssen das Feuer nicht einstellen, bis du nicht alle abgeschaltet hast. Ah, okay. Da kommen irgendwie Gegner auf uns zu. Ja, da kommen sie. So, links ist auch frei. Geht man nochmal zu diesem komischen Ding darüber? Die hier, die Fratzen sind eher strange. Okay, es passiert nichts mehr. Das ist gut. Da drüben rennt auch noch was rum. Da drüben kommt wieder was. Oh ja. Ach, so ein Strohfind ist was Schönes. Aber Fakt ist, Oryx weiß, dass wir da sind. Ja, aber wir brauchen keine Angst vor ihm haben, er tötet uns eh nicht. Er wird uns ja lebendig haben. Lebend. Na, schwere Muni. Bleib bei, genau. Weg. Ah, das ist wieder so ein Ding. Bringt nix. Ja, musst erst scannen. So wie da gerade eben auch. Ah ne, du warst wahrscheinlich noch gar nicht da. Doch, hab's scannen. So, jetzt kommen wir gleich wieder Gegner. Noch ein Kanal zerstört. Weiter geht's. Keine Gegner? Kommt wahrscheinlich erst. Und überall dieses Wabern, ne? Ja, jetzt kommen sie. Ah, da oben. Oh, daneben geschmissen. Aber ich habe eine neue Waffe bekommen, die grüne. Ah. Oh. Da geht's runter und dann müssen wir da rüber. Aber bis jetzt habe ich noch nichts Neues gesehen zum Scannen oder zum Einsammeln. Aha, ich sehe Gegner. Boah, wie sie sich wegteleportieren. Bleib doch mal stehen, du blöder Gegner. Klappt's? Ja. Ah, okay, du hast es schon. Sehr gut. Aua! Echt jetzt?
Wie bist denn du? Hier kannst du drauf. Ah, du läufst da hinten lang, okay. Hey, wie kommt ihr denn darüber? Ach da. Ja. Ganz schön verwinkelt hier. Ja, ja. Was wer auch immer das Schiff designt hat, der hat keine Ahnung von Schiffen, weil es ist unorganisiert. Ja, ja. Hallo. Dann hat man Reiseführer ist dabei. Oder so ein Stadtplan oder ein Busfahrplan. Ja. Wenn der nächste Grota abfährt. Hab ihn. Was sind das für schwarze komische Viecher? Schattenleibeigene. Cool. Hexe! Hexi! Was? Eine Hexe? Hex! Weggehext! Tex-Mex! Tex-Mex-Soße! Kennst du? Ja. Ja, ich grad. Oh, das ist wieder eine Hexe. Michael, links von dir ist eine Hexe. Ja, das macht mir nichts, aber ich hab gerade das Ding da. Michael, da ist noch mehr um dich rum. Ja, oh Gott, ist ja doll. Was geil ist, kannst du die Hexe festnageln. Hab ich gerade. Und dann mit dem Raketenwerfer draufschießen. Achso, hätte ich machen können. Hey, hier ist das zum Scannen. Direkt mal scannen, bevor es wieder kaputt gemacht wird. Wo kann man was kaputt machen? Boah, das Ding muss ich immer wieder scannen, das baut sich immer wieder auf. Ja, das hab ich ja vorhin schon gemeint, deswegen. Wir müssen wahrscheinlich erst die Gegner hier loswerden. Ach, was für Gegner. Also, zeig dir, wie man das macht. So. So, genau. Hat das nämlich auch. Gerade vor. Ich glaube, der Strom ist weg. Kate, wohin geht's als nächstes? Die Teleportzone muss einsatzbereit sein. In deiner Nähe ist ein riesiger Höhleneinbruch. Besser geht's nicht. Okay. Wieder zurück. Super. Nur noch kurz schauen, was hier ist. Bestimmt geht's da weiter, das Ding ist so groß. Ja, da geht's auch noch irgendwo hin, aber... Ich glaube, da geht's dann irgendwann zu Oryx oder so. Oder zu den anderen Leveln. Ah, da kamst du sogar in die Richtung. Ha? Ich kann sogar hier in die Richtung noch laufen. Ja, also dann ich denke mal schon, dass alles offen ist. Na, es gibt mehrere Wege dann wahrscheinlich. Alle Wege waren sogar schon mal, hier liegt nämlich Munition. Ja, cool. Dazu gibt es ja mehrere Wege hin. Die kommen wahrscheinlich gleich beim Schrein vorbei, oder? Ja. Bisher bin ich gerade wieder bei dem Schrein. Oh, da hinten kommen Viecher. Sehr schön, ich mag Viecher. Mag Viecher? Mag Viecher. Ah, ist halt da hinten, ja. Ach da, hinter uns. Oh. Seid ihr alle da? Ja gut, ich bin da wo ganz anders, weil ich laufe die andere Richtung. Ja, dann warten wir kurz, oder? Du musst wahrscheinlich auch da lang. Ich weiß nicht, ich habe hier auch eine Pfeilmarkierung. Wir werden uns vielleicht dann vor Ort treffen. Okay, dann gehen wir mal durch. Weil ich bin auf der anderen Seite von der Wand. Ah, jetzt komme ich gleich zu euch. Ah, nee, doch noch nicht. Ne, das sieht ja. Hä? Oh oh. Oh oh. Oh oh? Ja, beeil dich mal bitte. Groß und grüner? Ne, ein großes ganz... Gebiet. In Himmelsbrennerfarben. Muss von Phobos gekommen sein. Boah. Kabale? Raumschiff. Wie kümmern wir uns später? Bin gleich da. Sichere die Teleportzone. Oh oh, da kommt irgendein Schiff ran. Bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin da. Nee, das sind. Doch, da kommen kleine Schiffe. Ja, Schar kommt. Boah. Granate rein! Ja, dann sichern wir mal, ne? So ist Attacke! Es. Seid ihr sicher? Klar! Aber nicht vor uns. Hey, was machen Krabale hier? Tja, wahrscheinlich auf dem Schiff. Drache oder so. Kann ich hier gleich noch die Waffentests machen? Voll geil.
So, weg mit dem Kabal. Oh, super bereit. Sind noch Gegner da? Warte nicht. Und hier oben noch ein, zwei. Da oben ist noch was. Was? Der hat sein Leben wieder regeneriert. Egal, fang. So, ist sauber. Wo müssen wir hin? Ah, da hinten. Oh. Ach, da. Du. Wer weiß, was wir hier gerade alles übersehen. Boah, wir werden hier wahrscheinlich noch oft genug vorbeikommen. Ich glaube auch. Hier gibt's mit Sicherheit auch irgendwo eine goldene Truhe oder sowas. Aktiviere den Teleport-Link. Unser Schiff ist im Anflug. Hey, Zavala. Willst du wissen, wie eine Teleportzone auf dem Grabschiff aussieht? Du hast einen Hüter ohne Erlaubnis auf dem Grabschiff landen lassen. Panzer! Was? Panzer, Haupteingang! Wow! Wir sprechen später darüber, Hüter. Kümmere dich um den Panzer oder die Teleportzone spielt auch keine Rolle mehr. Ach du Scheiße. Ich geb mal Deckung. Ich muss mal, Ding aktivieren. Oh schwere Munizität. Die wirst du brauchen. Hat das euch auch gerade gesagt, dass er Munition anfordert? Ja, da vorne links. Okay. Ich dachte gerade, weil ich jetzt Ding jetzt aktiviert habe. Ne, ich schmeiß da gerade meinen Hammer drauf. Das ist ein Hammer-Time. Ey, da brauchst du keine Munition mehr. Ja, Munitionslieferung direkt beim Panzer. Na, ja, passt doch. Machen wir gern. Aber das haben wir gleich. Ui. Ich glaube, du bist tot. Oh, das Ding hört auf mich zu. Alter, hier sind noch normale Gegner auch noch. Dani ist auch tot. Da kommt ein Ogre. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Sorry, Micha, ich kann dich so gerade nicht hören. Ja, 5 Sekunden noch. Fuck, von allen Seiten! Ich bin da. Aber dann endlich mal den Panzer einer kaputt, der ist nämlich gleich down. Der ist schon seit einer halben Stunde gleich down. Was? Warum? Der Panzer hat auf mich geschossen. Jetzt ist er weg. Aber der Ogre noch nicht. Aber der Rest. Da hinten irgendwo. Kate unterrichtet der Ogre, uns gerade über deine unorthodoxe Mission. Dein Sieg, egal mit welcher Methode, ist ein Vorhutsieg. Dir gebührt unser Dank. Jeder liebt eine schlechte Idee, wenn sie funktioniert. Wenn du mich jetzt mit Level 40. Hüter, Level 37. Eine unangenehme Unterhaltung mit Eris über ihr Schiff bevor. Oh. Huch. Das Gespräch würde ich gerne mitkriegen. Ja, das steht uns gegen, also davor. Wir müssen zu ihr wegen dem Schiff. Ich kann doch gar nichts dafür. Ich glaube, das heißt bloß Kate. Und wir, weil wir es geflogen haben. Wir mussten zwangsweise. Er hat uns, sieht genauso aus. Er hat uns gezwungen dazu. Genau. Oryx ist schuld, der war's. Der Drache kommt cool auf meinem Banner. Ja. Levin, komisch, du hast immer noch nichts gekriegt. Der witzig, ja. So, mal schauen, was die uns jetzt gleich antut. Einmal kriege ich noch nichts. Einmal noch. Ich glaube, einmal noch. Wisst ihr, jetzt hat er schon drei Charakter und muss halt genau mit dem Charakter hier spielen. Da unten ist es das Saturn-Grabschiff, Ringe des Saturns. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, was die zu sagen hat. Dum, 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 dum. War eine doofe Idee, aber hey, es hat funktioniert, hat er recht. Ja. Oh, 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 ne? Oh, Rix. Oh, Rix. Was? Ach, ich guck mir gerade die anderen Shader an, wozu ich neue Rüstungen hab.
Lädt noch, lädt noch, lädt immer noch. Immer mies, wenn es gerade am Laden ist vom Orbit oder vom Turm oder irgendwo hinfliegst, dann kannst du dir nichts angucken. Ja. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Die würde uns, glaube ich, jetzt gleich mal was husten. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die wirft gleich mit ihrem Stein auf uns. Wahrscheinlich, ja. Die verwandelt uns in Leibeigene. Mhm. Wenn's gut läuft, sind wir gleich die Besessenen. Hallo, noch Hüter, bitte, ja? Erstmal zum Kryptarchen. Erstmal ja, die guten Sachen. Der hat auch was für mich. Ich arbeite an einem Übersetzung. Also ein Sniper, Schuhe und ein Umhang. Ein blauer Umhang. Der ist, gar nicht mal so schlecht. Oha, der ist sogar besser als alle, die ich anhab. Ja, gewöhn dich dran. Oh, ist das ätzend. Ja. Oh. Neue Sniper. So, Poststelle hat das für mich. Oh, ich habe meinen Kram verloren. Kryptarch, Mann. Oh, nochmal Schuhe. Ich gehe dann mal runter. Ja, warte noch kurz auf mich. Ich will mir das nicht alleine antun. Nur kurz das Zeug, was ich jetzt eh nicht anziehe, auf die Seite legen, dass mein Inventar leer ist. So. Oh mein Gott. Zuerst zu Iris oder zuerst zum Beutezug, Mann? Ich glaube, wir gehen zuerst zu Iris. Hallo, Iris. Ansprechen. Suche. Oh, finde 5 weitere klassifizierte Fragmente. Ja, machen wir noch. Suche annehmen. Ah, das ist wahrscheinlich für das Schwert. Das kann sein. Okay. Jetzt. Dann müssen wir jetzt wohl. Also, ich gehe erstmal zu meinem Vorhut-Typen, weil der hat nämlich noch was für mich. Entweder fürs Schwert oder für dieses komische Gewehr, was da schon irgendwie mal rauskam. Dieses schwarze, komische. Oh, ich kann mir jetzt hier ein Relikt raussuchen für Solar, weil ich renne jetzt erstmal eher mit dem rum. Und einen neuen Shader. Schau ich mal an, wie der aussehen würde. Merkurdämmerung. Bleib ich bei meinem. Relikt habe ich ausgerüstet. Hallo, Kate. Ansprechen. Ihre Baue sind zu weitläufig. Wo schläft er? Gute Arbeit, Hüter. Oryx. Ja, fortsetzen. Wird Zeit, dass wir ihm Schaden zufügen. Wir brauchen echte Informationen, um den König der Besessenen aufhalten zu können. Ich rede mit Zavala. Komm her, Hüter. Okay. Passieren tut gar nichts. Neuer Schritt. Der Feind meines Feindes. Greife das Kabalschiff auf dem Grabschiff an. Okay. Haben wir Glück gehabt, ne? War jetzt doch nicht so böse, wie wir befürchtet haben. Gut, muss jemand noch auf dem Turm was machen? Nee. Nicht? Wieso habe ich eigentlich zweimal denselben Beutezug dabei? Doch cool. Patrouilliere die Venus. 80 von 100. 80 von 100. Na cool, kriegst du Doppelzeug. Gut, dann würde ich sagen, ab in Orbit. Und dann würde ich fast schon sagen, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tja, ja. Wir sind schon wieder an der Zeit angekommen. Boah. Ja, aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt's mir. Ja. Ja, hat was. So, aber Ladebalken, Orbit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.